Hallo und herzlich willkommen in dieser Bauchjauf-Sendung. Ich möchte gerade... Also ihr seht von Video zu Video, dass ich hier probiere, wie ich das... Aber da... No veo nada. Was ich eigentlich erzählen wollte, ich versuche mich zu konzentrieren. Oh, was für ein Licht. Scheiße, Mann, das ist zu hell. Ich versuche das. Ich gucke da einfach gerade nicht rein, okay? Was ich sagen wollte ist, ich bin letzte Nacht auf die Videos von der Alicia Joe gestoßen und hatte gerade eben da eins in der Liste, das dann anfing zu laufen. Und ich schaute mir das so an, indem sie in knapp einer halben Stunde sehr eindrucksvoll erzählt, was für Zusammenhänge es gibt zwischen Instagram und Influencern und der Anzahl der Schönheitsoperationen in Deutschland und auch weltweit. Und ich werde das Video unter meinem hier verlinken und ihr könnt es euch gerne selber anschauen. Es ist ein sehr interessantes Video, es ist definitiv. Was mir denn aber da so noch so durch den Kopf ging, als ich es so sah, so aus meinem Kontext heraus, verleitete mich dazu, ihr hier diesen Kommentar darunter zu setzen. Eigentlich nur so selber festzuhalten. Und dann habe ich mir gerade gedacht, so bevor das jetzt überhaupt irgendwie niemand liest, lese ich es einfach und teile es mit euch. Es ist nämlich folgendes. Ich zocke zwischendurch Cyberpunk 77. Wer das nicht kennt, einfach mal bei YouTube eingeben. Ist ein Game. Die große Überraschung mit Cyberpunk. Also mit total vercyberten Leuten und Charakteren. Ja, die einen haben mechanische Arme, Beine, Auge, Äpfel, können besser sehen und sowas, ne? Also technisch geupgradete Menschen. So, und ich schreibe hier, ich zocke das halt gerade und muss gerade daran denken, in welche Richtung das offensichtlich geht. Halt eben diese Zusammenhänge zwischen dem Trend, der auf Instagram gezeigt wird, und in der Umsetzung eine sehr große Marktlücke füllt. Habe ich geschrieben, das ist irgendwie gelebter Transhumanismus, heute schon in den Ansätzen, soweit in unseren Köpfen, nicht in der Transhumanisten, ja, deren Ideen sind das, aber das ist was in unseren Köpfen, was die da schon so reingebekommen haben, soweit in unseren Köpfen verankert, dass wir in ein paar Jahrzehnten mit derselben Einstellung wohl kaum ein Problem damit haben werden, uns komplett vercybern zu lassen. Ich sehe da, wenn... Natürlich absolut freiwillig. In Klammern Gruppenzwang wird bei sowas immer sehr gern übersehen. Das ist auch das, wo ich halt so alle Politiker im Moment steif und fest behaupten, es gäbe keinen Impfzwang in Deutschland. Die bewegen sich nicht innerhalb der Gruppen, in denen man durch die Gruppe gezwungen ist. Also zu behaupten, es gäbe keinen Impfzwang in Deutschland, ist nicht korrekt. Dann sollen sie sagen, es gibt einen vielleicht, aber der kommt nicht von uns, nicht von der Regierung. Aber zu streiten, dass es einen Impfzwang in Deutschland gibt, ist total hanebüchen. Vor 20 Jahren wäre ich selbst noch voll dabei gewesen, wenn mir jemand angeboten hätte, mir meinen gesunden Arm zu amputieren, um ihn gegen einen Cyberarm auszutauschen. Und zwar ohne mit der Wimper zu zucken. Und es war damals wirklich so. Bei mir lag das damals weniger an Instagram. Ich habe einfach zu viele coole Filme gesehen und bin voll auf die Trilogie Shadowrun abgefahren. Das ist inzwischen eine ganze Serie von Büchern. Und war damals sicher nicht der Einzige. Denn sonst könnte ich mir diesen Hype nicht erklären. Aber lass den Scheiß auf den Markt kommen und kombiniere das mit deinen Beobachtungen, sprich die in diesem Video festgehaltenen, das ich unter diesem Video verlinken werde. Und dann siehst du, wo es lang geht. Und heute finde ich das irgendwie gar nicht mehr so attraktiv,
Ich glaube heute, wir sind aus guten Gründen genau so, wie wir sind und kommen als perfekt aufs Leben vorbereitete Lebewesen auf die Welt. Vor allem eben lernfähig. Ne, sonst könnten wir unsere Muttersprache nicht lernen, wenn wir das nicht wären. Aber genau das geht in diesem System sehr schnell flöten. Und damit diese Perspektive. Also die Fähigkeit, sich als perfektes Lebewesen zu sehen, in Klammern, und damit zufrieden zu sein und nicht überheblich, weil man dasselbe halt auch in allen anderen sehen würde, wenn man es denn nur könnte oder mal tätätätä. Was dadurch entsteht, ist ein immens großer Raum, der mit ein klein wenig penetranter und täglicher Konditionierung mit dem Gedanken gefüllt werden kann, dass man unzulänglich bis zum Mond und zurück ist, fehlerhaft und unbedingt zu ändern. Und was für Folgen sowas hat, das zeigst du hier im Video. Und irgendwie muss ich da auch gerade an das aktuelle Gepimpe denken. Das Schema dahinter ist nämlich dasselbe. Es beeinflussen ja schließlich nicht nur Influencer. Nicht wahr? Denkt mal drüber nach, inwiefern vielleicht auch ihr einem Trend folgt und dadurch, dass ihr euch das bewusst macht, ab morgen in einem Aspekt eures Lebens schon mal euer Leben ändern könnt. Ja, wenn ihr dann Bock darauf habt. Und es gibt ja auch Leute, die sind zufrieden mit allem, wie es ist. Ich bin zufrieden mit allem, wie es ist. Ich habe geändert, was ich ändern musste. Ja, ich wollte es nur mal sagen. Tschüss mit F.